Seit Ausbruch der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko ist der Börsenwert von BP dramatisch gesunken. Und damit geht's rüber zu Franz Keim. Zertifikate der Woche wird Ihnen präsentiert von EUWAX Börse Stuttgart. Einfach, clever handeln. Herr Keim, wie könnte die Zukunft von BP tatsächlich aussehen? Ja, also ich denke, es liegt weder volkswirtschaftlich noch politisch im Interesse der Gesellschaft, dass BP aufgrund der Katastrophe in den Konkurs getrieben wird. Es gibt auch mittlerweile wirklich gut fundierte Berechnungen, die aussagen, dass dieser Katastrophenfonds in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar auch ausreicht, um die Umweltschäden zu begleichen. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass BP einen Fortbestand hat. Allerdings warnen wir wirklich, sehen die Zukunft von BP sehr kritisch, denn es ist nun mal die größte Ölkatastrophe, die wir bisher gesehen haben, und niemand weiß genau, wie die Folgen für Mensch und Natur auch aussehen werden. Dennoch, die Übernahmefantasie, die jetzt im Markt ja drin ist, schiebt die Aktie heute deutlich nach oben, und zwar um rund 5%. Wie geht es da Ihrer Meinung nach weiter? Ja, es ist sicherlich positiv für die Aktie kurzfristig. Man darf nicht vergessen, BP hat viele Vermögenswerte, die letztendlich auch zur Disposition gestellt werden können. Allein die langfristigen Vermögenspositionen machen in der Bilanz ca. 105 Milliarden britische Pfund aus. Also da ist jede Menge Speck auf dem Bauch von BP. Und von daher klar, dass sich die Konkurrenten auch für Teile des Konzerns interessieren. Ich glaube aber aufgrund des Haftungsrisikos nicht daran, dass BP komplett übernommen wird. Ich glaube sehr wohl daran, dass man sagt, okay, wir kaufen gewisse Vermögenspositionen von BP heraus. Ihren Worten darf ich entnehmen, oder ich vermute zumindest, dass Sie nicht richtig darüber im Klaren sind, in welche Richtung die Aktie in den nächsten Monaten laufen wird. Welche Zertifikate empfehlen Sie da? Also ich denke, wenn man optimistisch ist und auch von leicht steigenden Kursen und steigenden Kursen generell profitieren möchte, gibt es momentan sehr interessante, auch neu aufgelegte Bonuszertifikate. Ich habe eines mal mitgebracht von der Société Générale. Laufzeit bis Juni nächsten Jahres. Barriere unten 2,50 britische Pfund. Oben liegen wir bei 5,90. Das Zertifikat bringt eine Rendite dann von 30% PA. Wenn man von fallenden Märkten ausgeht, kann man das tun über ein Hebelzertifikat auf fallende Kurse. Allerdings hier sehr hohes Risiko, Totalausfallrisiko. Wir haben hier eins rausgesucht von der Commerzbank mit einem Hebel von 1,4. Das bedeutet, dass wenn die BP-Aktie um 1% fällt, letztendlich dieses Zertifikat dann um das 1,4-fache, sprich 1,4% dann am Wert zunimmt. Allerdings haben wir hier eine Knockout-Schwelle von 6,72. Trotzdem, bei diesen Knockout-Produkten auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, sonst ist die Kohle futsch. Herr Keim, danke fürs Gespräch. Genau. Gerne, Herr Schwarzer. Zertifikate der Woche wurde Ihnen präsentiert von EUWAX, Börse Stuttgart. Einfach, clever handeln.